Frauen was kaufen, das geht flink. Ich weiß, wie's meinem Freund erging. Der Jungfer Mehl wollten wir früh mal ins Büro, da sagte sie: Lass mich ein Stückchen mit dir gehen. Dann blieb sie vor nem Laden stehen. Dein Portemonnaie, bin gleich zurück. Es dauert nur nen Augenblick. Bleib draußen, sprach Frau Suse, ich kauf mir bloß ne Bluse. Nun geht sie rein, nen Augenblick. Ihr Mann sehr heiter, bleibt zurück. Er freut sich, das Wetter ist sehr schön, sieht Kinder, die zur Schule gehen. Und sie sagt drinnen zur Mamsell, ne blaue Bluse, aber schnell. Nun schleppt man alle Blauen rein, und nach ner Stunde sagt sie nein. Ich finde keine nette, ich möchte ne Violette. Nun packt man Violette aus, ihr Mann geduldig steht vorm Haus. Denkt ziemlich lange wär's so'n Kauf, geht auf und auf. Und sie sagt drinnen, das ist nett, wie kam ich nur auf Violett? Da fällt mir ein, Frau Dr. Schmidt geht immer mit der Mode mit. Und die trägt jetzt ne gelbe, ach geben sie mir dieselbe. Nun packt man alle Gelben aus, ihr Mann wird hungrig vor dem Haus. Vor Mittag naht, die Sonne sticht, die Kinder kommen vom Unterricht. Und sie sucht drin und sagt alsdann, was geht Frau Dr. Schmidt mich an? Wie kam ich auf ne gelbe nur? Es wird ja Frühling, die Natur zeigt frohe Hoffnungsmine. Ach, geben Sie mir ne grüne. Nun packt man alle Grünen aus, da gibt's ein Ungewitter draus. Es regnet bis zum Abendrot. Ihm fehlt ein Schirm und's Abendbrot. Und sie sagt drinnen zur Mamsell, schon Wetter heut und dazu hell. Und überhaupt, wir haben bald April, da ist's oft nass und kalt. Dann bin ich ne Blamierte, ach geben sie ne Karierte. Nun packt man die Karierten aus, da fangt er und er röchelt raus. Ein Augenblick, das war ihr Wort, dann fällt er um, man trägt ihn fort. Da kommt sie mit ner Roten raus. Hier bin ich schon, ruft Rosi auf und schreit, mein Mann, mein einziges Glück, Gott ist der Tod, ein Augenblick. Und in den Laden starrt sie, dann geben sie mir ne Schwarze.